comes and goes. Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, und zwar Forza Motorsport 7. Ja, ich habe mir jetzt auch mal Forza Motorsport 7 geholt, wo es jetzt im Angebot war, die Ultimate Edition. Geht noch 6? Nee, warte mal, wann kommt das Video? Kommt am Donnerstag. Schon mal Info, ich bin heute am Stream, Forza Horizon 4 Lego DLC. Und ja, wird auf jeden Fall, denke ich, ganz cool. Ich hoffe, es funktioniert, weil letzten Sonntag hat das nicht so gut geklappt, aber sonst. Es sollte funktionieren, von daher. Ja, mache ich mir da keine so großen Sorgen. Und ja, wir machen hier Forza Drivers Club und wir fangen direkt an. Und es laggt. Krass. Okay. Na. Flexibilität. Ja, nee. Nur wer vorbereitet ist, wird mit Veränderungen zurechtkommen. Die Cup-Legende Ukio Takagi ist für absolute Konzentration bekannt, selbst bei Sturzregen. Um beim Forza Drivers Cup Erfolg zu haben, müssen die Fahrer stets damit rechnen, dass keine Runde der anderen gleicht. Ich habe schon 2 Rennen gemacht gehabt und so weiter, und dann ich hatte halt Performance-Probleme, weil Forza Motorsport 7 sehr starke Probleme hat, was Performance halt angeht. Als Tipp, wer dieselben Probleme hat, ja gut, jetzt laggt es halt gerade extrem, aber na, weist einfach nur CPU-Kern 1, 2 und 3 hinzu. Das hat bei mir ziemlich gut funktioniert. Und mal schauen, wie es jetzt ist. Ich hoffe mal, alles gut. Ich werde auf jeden Fall noch weiterhin optimieren müssen, aber jetzt habe ich wenigstens keine kompletten Frame Drops alle paar Sekunden. Und ja. So, bei Regen auf Suzuka ohne Fall. Mal schauen, wie gut das wird. Das Auto gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wer Forza Horizon 4 bei mir schaut, der weiß, dass ich das Design, oder weiß hoffentlich, dass ich dieses Design ja auch schon mal, ja, nachgemacht habe, mehr oder weniger. Und mich immer noch sehr zufrieden bin. Ich finde, das ist eins meiner absolut besten Designs bisher. Das ist auch mein meist gedownloadetes bisher. Von daher finde ich es natürlich sehr schön, das jetzt hier mal zu fahren. Und ich muss einmal doch nochmal was anpassen, weil das gerade irgendwie doch sehr laut ist. Ja, ich fahre auch hier komplett ohne Fahrhilfen. Auch wenn es halt ein komplettes anderes Fahrverhalten ist als Horizon 4. Also in Horizon 4 ist ohne Fahrhilfen fahren, finde ich, ziemlich ätzend. Hier eher wahrscheinlich nicht so. Aber ich möchte halt trotzdem ohne Fahrhilfen schaffen irgendwie. Und das Ganze wird jetzt quasi so als Neben-Let's Play kommen. Ich werde sehr viel offline machen, aber auch sehr viel aufnehmen und so weiter. Eine oder andere Multiplayer-Runde und so weiter. What the fuck? Okay. Ich muss mich halt noch ein bisschen ins Spiel reinfinden. Weil es lässt sich doch schon sehr anders steuern als Horizon 4, aber habe ich auch nichts anderes erwartet. Ich werde definitiv bei Zeit auch das Lenkrad irgendwann mal anschließen. Ich werde, denke ich mal, meine Prioritäten trotzdem weiter auf Horizon 4 setzen, weil, ja, keine Ahnung, ist halt für mich das etwas bessere Spiel. Wobei, kann man nicht sagen. Es ist auch ein Forza Motorsport ist natürlich sehr grandios und so, aber keine Ahnung, mal schauen. Ich werde gucken, dass ich beides so recht täglich bringe. Natürlich wird hier und da mal was ausfallen, aber naja.
Und dann wird man sehen. Und ich werde mal gucken, dass ich gleich die Soundbox und wegbekomme und so. Ladezeit, Ladezeit. Aber ich das Gefühl habe, das Spiel ist abgestürzt. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn sich das Spiel gefangen hat oder ich es mal gestartet habe. Bis gleich. So, dann bin ich auch schon wieder zurück, habe noch kurz was umgestellt und jetzt geht's hier weiter. So, okay, es gibt auf jeden Fall verschiedene Meisterschaften mit Fortschritt und so weiter, kennt man, glaube ich. Wir fangen natürlich an hier. Meisterschaft. Jede Serie beruht auf über 50 Autoklassen mit verschiedensten Fahrzeugtypen. Es stellt sich also die Frage, mit welcher Serie möchten Sie beginnen? Das Einzige, was mich wirklich interessiert, sind Road Racing und Supercars. Weiß auf Supercars, komm. Wer fahren möchte, braucht auch einen Rennwagen. Der erste geht auf mich. Also suchen Sie sich ruhig Ihren Favoriten aus. Diese frühen Supersportwagen in Reinform entstanden noch vor der Erfindung moderner Fahrhilfen, die Fahrern mehr Kontrolle über diese Boliden ermöglichen. Sie erreichen ihre berauschende Geschwindigkeit mit geradezu magisch-brachialer Gewalt. Ah, ich habe eigentlich schon den Wagen, den ich... Ich muss den F40 nehmen. Designs, mit denen Sie Ihrem Auto eine persönliche Note verleihen können. Ich finde es bei den Designs schade. Man kann in Forza Horizon 7 Designs erstellen für die Autos. Nee. Ich kann in Forza Horizon 4 die Lackierung aus Forza Motorsport 7 importieren, die ich gemacht habe. Aber leider nicht umgekehrt. Das wäre echt gut. Weil ich habe ja teilweise für die Autos ganz gute Designs, finde ich. Zum Beispiel für den F40 habe ich eins. Aber kann ich leider nicht importieren. Das finde ich ist so ein bisschen schade, aber... What to do? Vor dem Rennen können Sie noch letzte Änderungen vornehmen. Etwa am Getriebe oder Tuning. Ein letzter prüfender Blick vor dem großen Auftritt hat noch nie geschadet. So, Tuning. Kann ich jetzt einfach mal hier... So, Reifendruck muss hier... Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten in Forza Motorsport 7 mache. Also in Forza Horizon 4 mache ich halt im 1.4 oder so. Und ja. Okay, das Menü leckt schon ziemlich hart. So, Bremse mache ich mal so ungefähr. Das gefällt mir am besten. Und ja. Differential lasse ich einfach mal so. Für Chancengleichheit zu sorgen, wurde dieses Rennen homologiert. Das heißt, dass jedes der teilnehmenden Autos den gleichen... Ja, weiß ich. So. Diablos, Countage. Die Countage. Doch, Countage. So. 595. Testa Rossas vorne. Sind auf jeden Fall schon mal ganz nette Autos.
Ab und zu leckt es noch ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall besser als vorher. Okay, der blockiert leicht. Der blockiert richtig leicht. Wie gesagt, ich muss mich noch sehr an die andere Fahrphysik gewöhnen. Weil ich einmal ganz kurz was nachgucken möchte, ich mache nochmal ganz kurz einen Cut. So, da bin ich wieder. Ich weiß, warum es geleckt hat. Weil das natürlich wieder was umstellen musste. Der hat halt nicht gespeichert, dass... Okay, sorry. Dass er nur auf der CPU 1, 2 und 3 das Spiel laufen lassen soll, nicht auf allen. Geht's wieder einigermaßen. Gut, ein bisschen andere Streckenauslegung, aber naja. Jetzt da vorne noch Mark. Ich muss auf jeden Fall demnächst mal die KI höher stellen, weil jetzt beschleunige ich die auf der Gerade einfach aus. Ja, generell, sorry, wenn ich ab und zu kurz Cuts machen muss wegen Einstellungen und so weiter, aber Forza Motorsport 7 zickt halt ein bisschen sehr rum. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Aber ansonsten natürlich ein sehr gutes Spiel. Okay, da habe ich zu spät eingelenkt. Das kostet massig Zeit, aber naja. KI ist halt sehr leicht eingestellt. Ah, ich muss sagen, der 40 blockiert ziemlich schnell. Da war ziemlich starkes Untersteuern, aber ansonsten fährt er sich doch ganz gut. So fährt man Rennen, gut gemacht. Laut dem Cup-Reglement erhalten Sie für jedes Rennen Serienpunkte, unabhängig von Ihrer Platzierung. Allerdings gibt es mehr Punkte, je besser Ihr Platz ist. Okay. Ich würde sagen, ein Rennen mache ich noch, dann war es das erstmal für diesen Part. Mal schauen. Ja, die Mechaniken kenne ich. Achten Sie deshalb genauestens auf die Streckenführung. Oh je, eine Runde Nordschleife jetzt oder was? Direkt 5,15 Kilometer, zwei Runden.
Oder einfach nur normal Nürburgring. Ich weiß nicht. Ja, sieht man ja unten. GP-Strecke. Im Hintergrund sind also nur Bilder vom Ort und nicht von der Strecke quasi. Das mit den Mods schaue ich mir noch an. Das sind ja quasi die Boni, die man hat. Aber na, mal schauen. Die lohnen sich auch am Anfang, finde ich, noch nicht, weil die Belohnungen sehr gering ausfallen. Okay, alles bereit? Aber Nürburgring bei Nacht geht eigentlich voll klar. Ich muss aber aufhören, die ganze Zeit irgendwie an den rechten Analogstick zu gehen. Ist halt für die Kamera und Forza Horizon 4 kann man sich da so... Ich bewege den eigentlich nur so nach vorne und dann nach links. Um also in die Kurve reinzuschauen, wie ich es halt bei Forza Horizon 4 mache, aber das geht hier ja gar nicht. Das muss ich auf jeden Fall noch mir angewöhnen. Wieder Frameworks. Okay, da habe ich mich einfach nur verbremst. Ich muss mir auf jeden Fall andere Bremspunkte bei diesem Auto gewöhnen. Ich meine, klar, unterschiedliche Autos haben unterschiedliche Bremspunkte, aber ich traue dem Auto dann doch etwas viel zu. Mich auch interessiert, was es mir bringt, wenn ich halt gute Kurve oder perfekte Kurve bekomme. Es blinkt oben links die ganze Zeit auf. Bringt das irgendwie mehr XP oder?
So. Und das Rennen ist auch geschafft. Jetzt ist es geschafft. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel durchaus sehr gut. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.